folgender Aufbau. Ich habe so ein Rohr. Da schließe ich gleich noch ein paar Messgeräte an sozusagen. Da strömt Luft durch. Und jetzt habe ich hier an mein Rohr noch eine Spezialkonstruktion angeschlossen. Ein zweites Rohr dieser Art. Da habe ich Wasser reingeschüttet in das zweite Rohr. Hier steht Wasser drin. Wenn Sie diese Konstruktion sehen, was ist mit dem Wasserspiegel hier auf der rechten Seite? Ist der Wasserspiegel auf der rechten Seite höher oder niedriger als der auf der linken Seite? So, okay, der hier ist höher, weil der Druck hier in der verengten Stelle niedriger ist. Angenommen, das sind 5 mm Höhendifferenz. Und angenommen, der Querschnitt hier von dem Rohr sind 2 cm und der Querschnitt hier an diesem Rohr sind 1 cm. Das ist jetzt nicht gerade direkt Wasserkraft, aber offensichtlich eine Rechnung, die für die Wasserkraft sehr hilfreich ist. Ein physikalisches Konzept, was für die Wasserkraft sehr hilfreich ist. Diese Luft soll laminar und stationär strömen. Ich wüsste jetzt gerne Folgendes. Was ist die Geschwindigkeit? Nehmen wir die mal V1. Hier gibt es dann offensichtlich eine Geschwindigkeit V2, die größer ist. Wie groß ist V1? Rechnen Sie die mal aus. Sicherheitshalber nochmal 5 mm Wassersäule. Welcher Druckunterschied ist das denn? Stellen Sie sich diese Situation vor. Sie haben eine Wassermasse, hier M, unten eine Fläche A, eine Höhe H, mit einer Dichte Rho, ein Volumen V. Der Druck, der hier unten ausgeübt wird, zusätzlich zu dem Druck, der von oben kommt. Was ist der Druck? Das ist die Gewichtskraft durch die Fläche. Was ist die Gewichtskraft? Die Gewichtskraft ist die Masse mal die Schwerebeschleunigung. Was ist die Masse? Die Masse ist die Dichte mal das Volumen. Was ist das Volumen? Das Volumen ist die Höhe mal die Querschnittsfläche. Jetzt kürzen Sie noch die Querschnittsfläche. Dann kriegen Sie raus, es ist Rho mal G mal H. Das ist der Druck. Hätte man auch einfach über die Einheiten haben können, aber wie dem auch sei. Oder anders, das sollten Sie auch im Hinterkopf haben, 10 Meter Wassersäule sind ungefähr einmal der Atmosphärendruck. So kommen Sie jetzt dann von den 5 mm auf einen Differenzdruck. Und wir brauchen Bernoulli, um mit dem Differenzdruck weiterzuarbeiten. Der Druck links plus den Staudruck links, 1/2 mal Rho mal V1 Quadrat. Das muss dasselbe sein wie das, was ich in der Mitte rauskriege. Der Druck, ich sollte sagen, der statische Druck, der normale, übliche Druck, der statische Druck P2, den messen Sie hier ja, den statischen Druck, quer zu der Leitung, plus der Staudruck oder dynamische Druck in der Mitte, 1/2 Rho mal V2 Quadrat. Das sagt Bernoulli. Statischer Druck plus dynamischer Druck ist gleich. Das ist ja eigentlich eine Energiegleichung. Wie viel Energie steckt im Druck drin und wie viel Energie steckt in der Bewegung drin, kinetische Energie, und dann könnte noch dazu kommen, potenzielle Energie mit Höhenunterschieden, haben wir hier nicht, es ist dieselbe Höhe. Das ist Bernoulli und damit lernen wir also, dass der Druckunterschied P2, wenn wir überlegen, P2 ist kleiner als P1, mich interessiert P1 minus P2, der Druckunterschied, Sie bringen den rüber und Sie bringen dann den rüber, ist gleich 1/2 mal die Dichte mal die Differenz der Quadrate der Geschwindigkeiten. Diesen Druckunterschied, den haben wir da berechnet. Das ist also Rho, oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Rho mal G mal H. Rho von Wasser. Und das hier ist Rho von Luft. Vorsichtig mit den Dichten an der Stelle. Hier waren es 5 mm Wassersäule. Und hier geht es mir bei dem dynamischen Druck um Luft. Letzte Geschichte ist V2. Ich muss irgendwie dieses V2 noch haben. V1 möchte ich ausrechnen. Das V2 ist noch nicht so toll. Das geht ja jetzt einfach über den Querschnitt, Kontinuitätsgleichung. V2 muss im passenden Verhältnis größer sein als V1. Die Querschnittsfläche reduziert sich auf 1/4. Hier haben Sie was mit 2 cm ins Quadrat mal bla 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 bla. Hier haben Sie was mit 1 cm ins Quadrat mal bla 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 bla. Oder Sie skalieren den Durchmesser von 2 auf 1 runter, dann geht Ihre Fläche um den Faktor 4 runter. Die Fläche geht um den Faktor 4 runter, das heißt, die Geschwindigkeit muss um den Faktor 4 raufgehen. V2 ist das Vierfache von der Geschwindigkeit 1. Hier steht also auf der rechten Seite 1/2 mal die Dichte von Luft, 16 mal die Geschwindigkeit V1 ins Quadrat, minus einmal die Geschwindigkeit V1 ins Quadrat, also nur noch 15 mal die Geschwindigkeit V1 ins Quadrat. Und damit haben wir, was ist V1? Die Wurzel, offensichtlich will ich nicht die negative Lösung haben, die Wurzel aus, die Dichte von Wasser mal die Schwerebeschleunigung mal die Höhe
durch 1,5, also mal 2, die Dichte von Luft mal 15. Das wäre sogar jetzt noch die allgemeine Formel. Mal gucken, ob wir hier mit Einsätzen auf die Schnelle irgendwas hinkriegen. Das wird also 2-mal die Dichte von Wasser, 2-mal 1000 Kilogramm pro Kubikmeter mal 10. Was wäre jetzt gerade sinnvoll? Tatsächlich mal wieder Meter pro Sekunde Quadrat, nicht Newton pro Kilogramm. Als Einheit dafür mal die Höhe, das waren 5 mm, also 5 Meter durch 1000. Und hier unten die Dichte von Luft, einfachheitshalber 5 Viertel Kilogramm pro Kubikmeter mal 15. Die 15 stammte aus dem Verhältnis der Geschwindigkeiten. Einheitstechnisch sieht das gut aus, Kilogramm pro Kubikmeter geht weg. Hier bleiben Quadratmeter durch Quadratsekunde und die Wurzel, also Meter pro Sekunde. Werden so ein paar Nullen los, hier die 1000, da die 1000, 15 und die 5, da können wir da eine 3 draus machen. Na, mal gucken, was da jetzt so bleibt. Wir wissen also jetzt schon, es sind Meter pro Sekunde. 2 mal 10, da unten steht noch eine 4, das sind oben also 20 mal 4 sind oben 80, durch, unten steht 15, 80 15 Meter pro Sekunde. 80 durch 15, da kann ich zumindest noch einen Faktor 5 rausnehmen. Unten durch 5 sind 3, 80 durch 5 sind 16. 16 durch 3 sind ungefähr 5, also die Wurzel aus 5 ungefähr Meter pro Sekunde. Wurzel aus 5 etwas mehr als 2, also irgendwas über 2 Meter pro Sekunde. So könnte man arbeiten mit Bernoulli an der Stelle. Denken Sie bei Bernoulli an die Energiegleichung. Der totale Druck, Summe aus statischem Druck, dynamischem Druck. Das hat was mit Energie zu tun. Energie kann im Druck stecken, Energie kann in der Bewegung stecken, kann auch in der Höhe stecken, dass Sie noch was proportional zur Höhendifferenz dazu kriegen. Und das muss gleich bleiben, wenn Ihre Bewegung stationär ist, das Medium inkompressibel ist. Wir hatten die ganzen Randbedingungen